es wieder mal. Willkommen in der nächsten Folge von Space Astronomy. Gestern Abend gab es wieder mal einen ganz krassen Livestream, habe ich gehört. Und ja, ich habe gerade überlegt, was wir machen könnten, weil meine ganzen Quests, die jetzt hier alle offen sind, das ist alles so teuer und so zeitaufwendig. Ne? Deswegen habe ich überlegt, wir könnten ja nochmal ein bisschen mit den Geneten hier, mit den Genen hier rumspielen und dann noch ein paar Eigenschaften uns, weiß ich nicht, geben. Zum Beispiel, weiß nicht, Feuerfestigkeit, ne? Wäre so eine Idee. Oder andere nette Sachen. Weil ich meine, wir haben ja bisher, glaube ich, nur Fliegen und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Was haben wir eigentlich drin in unserem Gen? Haben wir mal eben hier eine Spritze mit den frischen Genen? Guck mal an. Was haben wir denn hier? Wir haben. Ja, Flügel. Wir haben Flügen und. Genau, Flügen. Wir haben Fliegen und. Ach, Wolle, genau. Wir haben Fliegen und Wolle. Genau, da war ja was. Ja, da würde ich dann auch vielleicht mal weitermachen. Ein bisschen. Oder vielleicht auch nochmal sagen, gestern im Livestream haben wir ja den Wizard geklatscht, ne? Deswegen haben wir hier auch einen netter Star, ne? Netter Star, ne? Da haben wir einen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe überlegt, vielleicht könnte man das ja nochmal machen, ne? Für jetzt, weil alle, für die, die im Stream nicht dabei waren, ne? Dass sie nicht gesehen haben. Und wenn sie wieder Zufall will, habe ich natürlich gerade schon mal vorbereitet. 3 Wither-Sklatsch-Schädel. Sprich, sobald es Tag ist, können wir losziehen und das Ding auch irgendwo klatschen. Und ja, haben wir 2 Wither-Sklatsch-Schädel. Woo! Und noch mehr kleine Mini-Herzen. Das heißt, wir können es noch mehr Leben machen. Auf dass wir irgendwann unsterblich werden. Huhey. Gibt es irgendein Tier, was irgendein Vieh, was sich dauerhaft selbst regeneraten kann? Also eine Hexe kann das, aber die macht halt keine Lebensregeneration in dem Sinne, sondern einfach nur ganz stupides Heilen mit Heiltränken. Aber ich glaube, das geht als Person. Als Person jetzt glaube ich nicht. Schade eigentlich. Pferde, wir könnten uns mal ein paar Pferde besorgen. Ja. Was ist das für Bäume hier? Diese lila Bäume. Jacaranda, was? Jacaranda-Blätter? Okay. Oder so ähnlich, ne? Komm, wir lesen es mal genau durch. Jacaranda-Blätter. Doch, war richtig. Interessant. Ja, gut. Wer es braucht, soll es nehmen. Ich brauche es jetzt nicht. Wir gehen jetzt hier oben hin, wo letzte Wizard geklatscht wurde. Man sieht auch hier, gewisse Spuren eines Wizard-Kampfes, ne? Das ganze Boden ist ein bisschen aufgelockert, ne? Hier überall so ein paar Löcher drin, ne? Aber ich meine, ne? Ich meine, der ist ja nett, ne? Ja, ne? Wirkt doch voll freundlich, der Kollege, ne? Na, komm. So, der ist der erste Kitipp, ne? Na gut, der kommt natürlich nicht gegen mich an, ne? Weil, auch dank der Mini-Herzen, kann ich den natürlich ordentlich zerlegen. Das Schwert hier ist recht, ne? Vor allem durch Fliegen einfach Kritz jetzt geben ohne Ende, ne? Ja. Ne? Von Art her war das jetzt nicht so schwer. Jetzt haben wir hier wieder noch ein Teilungssiegel liegen. Noch ein Mini-Herzchen. Und irgendwas fehlt noch, was Wichtiges. Ab da. Ich wollte gerade sagen, da was Wichtiges fehlt noch. Der Nether-Star fehlt noch. Genau, so. Hätten wir das jetzt auch gezeigt, wie der wieder zu killen ist. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich einfach in die Hölle, ins Ende gehe und dann einfach den Ender noch klatsche. Aber ich glaube, damit warte ich noch ein bisschen. Das muss ja so finalmäßig sein, ne? Andererseits, da gibt es so viele coole Sachen zu finden, glaube ich, ne? Kritisch. Ja, vielleicht doch nicht. Dann, vielleicht, wir könnten noch mal gucken. Man kann ja auch vielleicht auf andere Planeten drauf fliegen, ne? Warte mal. Moment. Gut, Venus können wir nicht besuchen, haben wir Stufe 3 nicht. Das hier geht auch nicht mit Stufe 3. Ne, okay, der ist Stufe 4. Asteroiden auch Stufe 3. Saturn, Uranus, Jupiter mit Stufe 4. Pluto mit Stufe 5. Neptun, was haben wir noch jemanden gewohnt? Was gab es hier noch zu finden, zu holen? Diona Stufe 4. Was ist das hier? Was? Polongnius, aha. Stufe 5. Phronos Stufe 7. Sirius Stufe 8. Sirius, ne, haben wir hier. Kapitän B, okay. Ist auch alles, glaube ich, nicht das, was wir brauchen. Boah, diese Karte ist immer so eklig langsam zu bewegen, ne? Was haben wir hier? The Dark Star. Stufe 5. Todesstern, weißt du? Ja, genau, der Todesstern. Wahrscheinlich, was haben wir jetzt hier? Sonst nichts? Sonst ist die ganze Karte leer? Hallo, als ob. Also in so einem leeren Universum möchte ich aber nicht wohnen. Ist ja langweilig. Ja gut, dann mal gucken. Na gut, das haben wir sonst noch Angebot. Wie gesagt, Asteroiden. Stufe 3.
Aber wo sind denn diese ganzen kleinen Planeten, die da immer alle stehen in dem Questbuch hier? Da steht doch irgendwas von... Reach Deimos. Demios. Wo ist denn Demios dann, bitteschön? Das ist Merkur, das ist Venus. Da muss das doch hierbei sein, oder nicht? Das ist Dione. Okay, also entweder bin ich jetzt blind, oder hier ist irgendwo noch was versteckt, was ich jetzt noch gar nicht gesehen habe. Oder ich habe es nicht gelesen. Warte mal. Lesen wir mal kurz durch. Launch Rocket and Head towards Dimension to the Collecting Conrad Rock, 10 Copper, Iron Tin, Dash Ore. Hä? Demios, aha. Gut, auf meiner Karte gibt's das jetzt weniger? Ach, warte, ich hab eine blöde Vorahnung, wo es sein könnte. Phobos, Demios. Ha, sieh einer an, es sind Steine, die um unseren lieben Jupiter fliegen. Ja, da würde ich doch mal... Ach nee, ist der Mars, ne? Moment, ist das der Mars? War das der Mars? Ach so, das sind diese Steine, die wir immer auf dem Mars gesehen haben. Sag das doch. Ja, da würde ich mal sagen, Ziel gefunden, ne? Rakete Stadler machen, wir heben ab. Diese Steine, diese blöden. Ach so, ich verstehe. Ich hoffe, ich habe Sauerstofftank schon an. Natürlich nicht, war ja klar. Gut, dann vielleicht doch noch nicht heute starten, sondern Vorbereitung treffen. Dann machen wir nächste Folge den Ausflug in die interstellaren Atmosphären. Was ist eigentlich damit zu machen? Ein Beacon, ja genau. Irgendwas, was in einer Art und Weise von Art her irgendwie sinnvoll ist. Und sonst irgendwas Größeres nützt. Ja, Engelsring brauche ich nicht, ich kann so oder so fliegen. Workbench Plus. Spawner Controller, ja genau. Aber gut, das bringt uns also gar nichts, das Teil. Das ist dekorativ, ne? Wir könnten es an die Wand hängen. Aber warum nicht, ne? So, Moment. Der ist hier. Ist die voll? Nö, ist sie nicht voll. Warum ist die Rakete nicht voll? Irgendwas lief hier falsch gelaufen. Möge man mir bitte die Rakete betanken? So, Tank läuft. Sehr schön. Währenddessen möge man mir auch neuen Sauerstoff geben. So, Sauerstofftank läuft. Gut, die müssen wir nachher noch auffüllen, hier die kleinen. Die Quelle könnten wir mitnehmen, dann da meinen, aber da ist, glaube ich, gar nichts zu finden. Hier kommt dann eher auf den Mars drauf, weil wir es auch noch nicht ganz genau wissen. Wir haben relativ viel Dash, glaube ich, ne? So, müssen wir mal gucken, was wir da jetzt wie machen. Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, was wir jetzt machen. Wir müssen auch nochmal neues Öl holen, weil das ist hier, glaube ich, bald leer. Na gut, das kann man ja irgendwo mal arrangieren, dass man dann irgendwo einen Öltank hinstellt. Ich meine, gibt es ja viele von. So. Die zwei Maste wird immer voll. Die halbleere nehme ich einfach mit zum Fliegen, ne? Weil ich meine, ne? Warum eine neue mit dem, wenn auch die da geht? So, der ist am Pumpen. Dann das Übliche. Wir brauchen. Wir brauchen. Ein Kohlegenerator, der nicht da drin ist. Warum ist er nicht drin? Kohlegenerator. Gib mal her. So, Rakete dürfte jetzt voll getankt sein, oder? So, Rakete ist voll. Das heißt, du bist dann nicht leer, aber mit dem bereit, so. Treibstoffladder eingepackt. Dann brauche ich Kohle. Glowstone-Fackeln. Glowstone. Haben wir noch Glowstone-Fackel? Haben wir Holz? Haben wir Stock? Haben wir nicht. Sag bloß. Haben wir Holz. Holzbretter. Haben wir bestimmt. Auch nicht. Tatsache. Hüp. Ach stimmt, ich habe Kisten gebaut. Ganz viele. Da war ja was, ne? So, jetzt brauche ich bitte mal Glowstone, ne? Glowstone, ne? Gib mir mal eine Glowstone. Also machen wir mal hier ein paar Stacks einfach, ne? So, hier. Das soll erstmal reichen. Tank ist voll, soll die Ersatztanks noch voll machen. So. Rüstung hält noch was aus. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir brauchen, deswegen packe ich vielleicht mal diesmal ein bisschen mehr ein. Andererseits so viel mehr Sauerstofftank habe ich gar nicht. Oder? Doch, habe ich wohl. Dann würde ich mal sagen, wir packen das einfach mal alles hier noch in unser Inventar. Wobei, nee, das mache ich nicht, sonst vergesse ich es wieder. Also dann vergesse ich nicht, aber ich habe dann Panik, weil ich dann nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. So. Dreimal Ersatzsauerstofftank. Das heißt, wir können auch ein bisschen länger durchhalten.
Jetzt kommt mir gerade die Idee, wir könnten natürlich auch noch mehr Treibstoff mitnehmen. Dann können wir auch eigentlich vom einen direkt aufs nächste fliegen. Ja, wir brauchen für einen Start brauchen wir immer zwei, ne? Das heißt, wir müssen hoch, ist voll. So, rüber und nochmal rüber. Also das sollte eigentlich reichen vom Treibstoff her. Wobei man natürlich, man kann nicht sicher gehen, ne? Also man kann schon sicher gehen, aber man kann sich nie sicher sein. So rum. Ja. Dann aber vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle auch. Also für zwei Startvorgänge weiß ich ja nicht. Das ist dann, glaube ich, besser. So. Rakete 1 brauchen wir nicht. Gut, das Ding läuft hier noch ein bisschen. Aber wir könnten nebenbei schon wieder ein bisschen Stahl herstellen, weil ich weiß ja, dass das Ding ziemlich viel Stahl frisst nach und nach. Das ist das Problem. Deswegen kann man da ruhig nochmal nebenbei ein bisschen produzieren lassen hier. Falls die Chunks überhaupt geladen sind, ich weiß es gar nicht. Von 3000 Eisen läuft bei mir. Wir könnten das eigentlich schon mal direkt wieder hier reinlegen zum Kompressen. So. Le Kompresseure. So, Rakete ist startklar soweit, ne? Was sagt die Tageszeit? Es ist hell. Gut, dann warten wir noch, bis es dunkel wird, ne? So. So, wir haben Kohle, wir haben ein Startding. Die Plattform kommt direkt mit der Rakete. Cobblestone. Wobei, ist eigentlich egal, was wir nehmen. Hauptsache irgendein Stein. Und dann müsst ihr genau lesen, was er machen soll auf diesem Ding. Okay, man muss einfach nur hingehen, ne? Launch a rocket and head towards to forwards. Okay, kommen noch mehr Quests hin, das kann man sich ja denken. Das heißt wahrscheinlich so Farming-Quests, wie das wir so irgendwas finden müssen. Gut, hier könnte dann, dass man da noch irgendwas hinbekommt, ne? Gut, hier könnte dann Cargo-Systems-Launch-Zeug kommen und hier kommen dann die nächsten Planeten und dann wahrscheinlich der nächste Quest-Buchteil, der dann hier weitergeht. Das heißt, das ist eigentlich alles noch ganz spannend. Teilweise. So, haben wir eigentlich alles da, ne? Jetzt könnten wir eigentlich auch schon starten, ne? Ja, gut, ne? Hallo, ey. Sag mal, Pisa hier. Zünd denn hier noch meine Basis an? Ich glaub's nicht, ne? Ich glaube, es geht los, ne? Also das Sitzen hier, das geht ja mal gar nicht. Ja gut, das ist die Überlegung. Sollen wir jetzt schon starten oder das machen wir in der nächsten Folge? Weil, ich meine, wir könnten noch ein bisschen hier allen Sachen rumfummeln, aber ich glaube, das ist auch nicht so das Wahre, wenn sich an allen möglichen Krams an alle Knöpfe drehen, ne? Weil wir könnten mal, wo ist dieses Zeug? Wie heißt das nochmal? Die Cyanidbarren können wir schon mal hier reinlegen. Ach gut, da ist eh keins drin. Ja gut, bringt also auch nichts. Schade. Ach so, du bist voll. Ach, sag das doch. So, und läuft hier alles? Ja. Sehr gut, sehr gut. So, hier ist Nacht, wie gesagt. Ich überlege gerade. Das ist der Hammer. Der Hammer ist Eisen, ne? Ja gut, wir können unseren Hammer noch eben reparieren. Dass wir da ein bisschen wieder Haltbarkeit draufkloppen, ne? So, von der Art her. So. Jetzt ist der Hammer wieder etwas haltbarer. So, haltbarer Hammer, ne? Haha, Hamburg, ne? Hansestadt Hamburg. Haltbarer Hammer, genau. So, mal kügeln. Lucky, 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 lucky. Ja, gut, ne? Also, ich meine, wir könnten jetzt schon starten, aber dann machen wir halt nichts mehr auf dem Planeten. Das ist echt blöd. Ich möchte ja nächste Folge machen. Wir können die Folge jetzt auch eigentlich schon jetzt beenden, weil ich meine, heute kommt eh noch zwei neue Videos. Von daher heute ich noch Unterhaltung gesucht. Genau, gesucht, dann gesorgt. Deswegen würde ich vielleicht sagen, ist die Folge jetzt hier schon zu Ende, dann geht die nächste Folge direkt auf den ersten großen Stein. Was auch immer das sein mag. Ich habe mich da nicht erkundigt, aber naja, wir werden es sehen. Dann würde ich mal sagen, haut rein, bis morgen zum nächsten Video oder bis später. Und ja, damit dann ciao, ciao.